Also irgendwie ein bisschen doof gelöst, aber ja. Also es ist 851136. Das reicht, glaube ich, wie ich das so weiß, ne? 851136. Ich denke mal, ich muss das jetzt nicht komplett zusammenlegen. Ich habe es jetzt herausgefunden. So, und dann gucken wir uns den Raum nochmal zu Ende an, was hier noch so ist. Wenn hier noch was ist. Ui, sieht aus wie so eine ganz, ganz feste Stahltür. Oh, Radio. Einen Schluck trinken, klar, Moment. Okay. Also das Bild da hinten möchte ich mir nicht nochmal angucken, das ist nämlich eklig. Was das mit dieser 200, Major 200 auf sich hat, ne? Das weiß ich noch nicht so hundertprozentig. Okay, sind wir wieder hier. Ich muss mir kurz auf die Karte gucken. Aha, das ist nämlich jetzt die Tür. Was, 105, da war ich gerade drin. Okay, ja. Ansonsten habe ich, glaube ich, alles untersucht. Sieht gut aus. Ich war in dem Raum 101 nicht drin. Das heißt, beziehungsweise vom Raum 101 wäre noch eine Tür gewesen. Da komme ich immer so. Ah, ich muss nochmal zurück. Scheiße. Da habe ich einen Raum übersehen, wie es aussieht. Zumindest habe ich die Tür nicht geprüft. Das will ich nochmal eben checken. Von dem einen Raum hätte ich noch weitergehen können. Von hier? Nee. Ganz am Ende des Ganges. Ach du Scheiße. Ganz am Ende des Ganges. Da habe ich irgendwas nicht geöffnet. So, hier jetzt? Kurz gucken. Achso, ich muss praktisch aus der Tür wieder raus. Hä? Da komme ich doch her. Bin ich nicht da gegenüber hergekommen? Nee, von da bin ich gekommen. Nee, hä? Hier ist eine Tür? Wo ich jetzt stehe? Oder wie? Warte mal. Genau auf. Da ist. Hier, wo ich jetzt stehe, ist eine Tür. Laut Karte. Ich sehe da halt nichts, ne? Die Tür ist aber nicht gemeint. Nee. Da ist definitiv eine Tür. Also hier ist eine Tür eingezeichnet. Genau hier. Wo. Da. Da ist eine Tür eingezeichnet. Und wie mache ich das, dass ich dahin kann? Gar nicht. Das ist ja interessant. Also laut Karte ist definitiv da eine Tür. Ja gut, dann ist das so. Ich komme da nicht hin. Na gut. Merkwürdig. Finde ich interessant irgendwie. Ah, die ist aber zu. Von hier aus sieht man, dass die Tür zu ist. Okay. Egal. Dann gehen wir jetzt weiter. Es hat mich hier ein bisschen verwirrt. Ich hoffe, das ist in Ordnung, wenn ich da mal eben nachgeguckt habe. Ich möchte ja, wenn, dann gerne alle Räume auch abchecken. Und nicht irgendwas unversucht lassen hier. So, dann können wir jetzt hier wieder weiter. Nochmal durch meinen Lieblingsraum, weil ich das Bild da echt ekelig finde. Muss ich ganz ehrlich sagen, das finde ich richtig abartig, ist da rechts an der Wand. Das ist für mich richtig ein gruseliges Bild. So, okay, dann sind wir jetzt endlich hier und können weiter. Weil das ist nämlich die Rückseite der Tür, die eigentlich zu ist, ne? Nee. Jetzt bin ich wieder in der Haupthalle hier, nicht stimmt. Wo waren jetzt diese Tür mit den. Ach, ich muss nach oben wieder, genau. Ja. Richtig, da. Und dann war hier rechts um die Ecke, war das mit dem Passcode. Ja, genau. So. Was war das jetzt? 85? 1136. Yay!
So, was haben wir denn da? Da ist noch eine Tür. Ein Buch. Tür. Okay, lesen wir mal, ne? Geheime Geschichte der Kolonien. Siedler kamen nach Amerika auf der Suche nach religiöser Freiheit. Ein Versprechen, das für viele Gnostiker verschiedener Glaubensrichtungen sehr verlockend war. Vom Heidentum bis zum Judaismus, Christentum und sogar allen alten babylonischen Traditionen. Nachdem sie Geschichten über den Ort der stillen Seelen gehört hatten, gingen viele auf die Pilgerreise zum heutigen Toluca Lake. Ein solcher Pilger war auch Professor Horace Holloway, der in seinem Tagebuch schrieb, jeder, der diesen Boden betrat, konnte spüren, wie heilig er ist. Ich bin sicher, das ist der Ort, nach dem wir gesucht haben. Diese Gruppen studierten die religiösen Praktiken der einheimischen Stämme und integrierten sie nach und nach in ihre eigene Kultur. Wobei Gottheiten und was? Rituale oft an die eigene Tradition angepasst wurden. Auf diese Weise kamen Figuren wie Metatron, musste ich wieder an Dogma denken, Samael und Moloch in die neue Welt, genauer wie verschiedene Mehrsagepraktiken, Ornithomantie, Wahrsagen, Gyromantie und so weiter. Geproved. Metatron wird doch gespielt von Alan Rickman bei Dogma, glaube ich, ja. Der Metatron. Während es zunächst merkwürdig erscheinen mag, dass gottesfürchtige Kolonisten so bereitwillig heidnische Riten in ihre wachsende Gesellschaft einbeziehen würden, ist die Eingliederung heidnischer Traditionen in den jüdischen christlichen Glauben nichts Neues. Während sich das Christentum über Europa ausbreitete, wurden verschiedene heidnische Traditionen umfunktioniert und von der Kirche aufgenommen, wenn kürzlich Konvertierte nicht ganz willens waren, ihre lang praktizierten Rituale und Festivitäten basierend auf jahreszeitlichen und lunaren Zyklen aufzugeben. Leider waren die Kolonisten, die fröhlich den nordischen Ritus des Julifests in der Verkleidung von Weihnachten oder den keltischen Samhain, genau, Halloween, ja, geil, feierten, dieselben, die auch Hexenkraft und Teufelsverehrung in ihre Gemeinschaft, Punkt, Punkt, Punkt. Weil das Wort Samhain, das kenne ich tatsächlich nur aus dem Film Halloween. Das hat Dr. Loomis damals nämlich erzählt. Samhain, das Fest, was heutzutage Halloween ist, genau. So, wo geht's hier lang? In einen Raum, den ich nicht erkennen kann. Schließ mal die Tür. Ist da was? Nee. Okay. Untersuchen. Shepherd House. Ach, guck mal, das ist doch das Haus von Alex, ne? Ja, wahrscheinlich. Ja, cool. Ob wir da hier noch was von erfahren über die Familie? Ja, kannst du ruhig öffnen, bitte. Ich habe dich kaum gesehen. Ey, das geht gut. Ha, die Axt ist geil. Es gibt auch jedes Mal irgendwie so ein Rums, wenn ich einen getötet habe. Wahrscheinlich wird mir das total böse angekreidet. Und ich werde voll der Mörder. Steht hier ein Baum in der Bibliothek? Ne, der ist hier reingewachsen, ne? Ja. Sieht aber cool aus, irgendwie. Hat was. Ah, das ist wieder dieses eklige Bild hier. Aber das ist das andere eklige. Ach, das ist ein Kirchturm. Das sah für mich gar nicht... Oder ein Rathaus halt. Das sah für mich immer gar nicht danach aus. Das sah für mich aus wie so eine verschwommene Fratze. Also irgendwie eine Frau oder so. Habe ich gar nicht als solches erkannt. Als Rathaus. So, haben wir hier noch was? Was heißt, hängt da Blaues an der Wand? Ja, ich hätte natürlich jetzt ganz gerne noch... Wo bin ich jetzt ganz hingelatscht? Weil ich möchte da ganz gerne noch zu dieser einen Schlüsseltür zurückkommen, wenn es geht. Da, ja gut, ich bin auf dem Weg dahin. Weil da ganz unten ist ja die eine Schlüsseltür. Da möchte ich ja noch wieder zurück, wenn es geht. Aha. Da noch ein Büchlein? Nein. Ich hoffe, das ist für euch... Ach so.
Ja, gut. Will ich aber noch nicht. Gut, nochmal zwei Artikel. Halt! Das hat man schon gelesen, ne? Ja. Okay, Diplompsychologe Red Caron. Lizenzierter klinischer Psychologe. Hilfe für Alleinstehende und Paare im Umgang mit dem Verlust eines Kindes. Aha. Haben wir vielleicht ein Kind verloren? Also wenn ich jetzt das Stockwerk wechsle, dann bin ich mir ziemlich sicher, dann bin ich aus dem Bereich hier raus auf jeden Fall. Dann komme ich hier nicht mehr zurück. Ich möchte aber noch mal zu der Schlüsseltür da unten hin. Also hier raus und dann links. Muss ich ja. Scheiße. Weil hier kommt. Ja, muss ich jetzt echt wahnsinnig viel zurücklaufen wahrscheinlich, ne? Aber ärgerlich, warte, ich muss mal kurz gucken. Ja gut, nee, ist gar nicht so weit. Ich muss ja nur durch die eine Tür nochmal. Das heißt im Prinzip. Nee, da nicht. Hier. Genau, nun auf die andere Seite gleich nochmal. Da hinten. Weil ich habe ja dieses gefunden, Major 200, und dann hatte ich ja diese drei Zahnräder, die ich da verstellen können muss, soll, haben, tun. Und vielleicht kann ich da ja noch was machen. Das heißt, wenn ich dann die 200 da einstelle, ja, halte ich für unwahrscheinlich. Ich dachte, ich finde halt noch mehr Kombinationen, aber zumindest probieren möchte ich das natürlich. Major 200, ja, was mache ich denn da jetzt? Achso, 200 als römische Zahl. Vielleicht. Wie schreibt man denn die 200? Achso, es geht gar nicht. Das ist ja alles gar nicht hier römisch. Ach ja. Ich kann hier gar keine 200 hinbekommen, ne? Was mache ich denn hier? Scheiße. Ja, wie soll ich denn das jetzt. Ach Mann, das ist jetzt aber echt ärgerlich. Ich kann das jetzt ja nicht alles durchprobieren hier. Ne, das sind viel zu viele Kombinationsmöglichkeiten. Scheiße. Dann habe ich leider keine Ahnung, wie ich das lösen soll. Mann. Was bringt denn dieses Major? Dieses Bild hier. Major. Dann 200. Was bringt mir das Major 200? Kann ich das nochmal genau untersuchen, das Bild? Nee. Major minus 200? Vielleicht? Selbst dann würde ich jetzt nicht weiterkommen. Scheiße. Ja, tut mir leid, Leute. Dann kriege ich das Rätsel nicht raus. Fuck. Ich hätte jetzt gerne den Tresor geöffnet, aber ich habe keine Ahnung. Und ich will das jetzt eigentlich nicht nachgucken. Dann wechseln wir jetzt die Etage. Dann ist das leider so. Also, wenn ihr es wisst, wenn ihr das Spiel kennen solltet. Dann könnt ihr mir das natürlich gerne schreiben. Würde mich natürlich interessieren, was man da jetzt bekommen hätte. Achso, der ist immer noch kaputt, ne? Okay, dann müssen wir jetzt ja diese ganzen verwinkelten Türen hier nehmen. Hier darf ich wieder nicht laufen. Das ist interessant. So. Okay. Dann kommen wir jetzt hier weiter und klettern da hoch. Müssen wir ja. Wahrscheinlich ist dann aber jetzt das Kapitel hier vorbei. Ich weiß nicht, ob ich da nochmal zurück darf. Ich glaube nicht. Okay, ich dürfte theoretisch sogar zurück. Na gut, vielleicht ist das doch noch nicht verloren, das Rätsel, aber. Okay, hier ist nochmal eine Inhaltskarte. Ja, ist eine ganz neue Etage natürlich jetzt. Puh, okay.
Da bin ich jetzt. Wir gucken uns gleich mal in Ruhe um. Die Musik wird gerade sehr spannend. Da führen die Fußspuren hin, ja. Ja gut. Gehen wir den Fußspuren nach, ne? Diese musikalische Untermalung ist gerade sehr, sehr geil. Dieses leichte Brummen. Ja, es ist schon sehr cool. Muss ich sagen. Okay. Vorsichtig da unten. Stuhl könnte ich hier wieder mitnehmen. Da, kann ich da lang? Ne, komm hier gerade. Ich komme hierher, ne? Ja, doof. So. Oh, Verbandskasten. Danke. Och nee. Okay, nützt ja nichts. Oh, dann, oh Gott, da laufen die Viecher lang. Okay. Das geht einigermaßen, man muss halt immer nur eine Richtung im Auge behalten. Gibt's hier was? Nö. Was soll die Unterbrechung hier? Ja, weiter. Nützt ja nix. Oh Gott. Ah, sieht gut aus. Okay, wir sind drüben. Au! Durchsichtige. Also unsichtbare. Nein! Nein! Ich will zurück! Da ist er. Fuck! Es ist schwierig, gegen unsichtbare Gegner zu kämpfen, ne? Okay, sie hängt fest. Immer druff, druff, fall um. Noch eine. Ach du Scheiße. Da war was zum Aufheben. Ist aber egal. Ich hau die jetzt erstmal tot. Das geht eigentlich ganz gut. Haut drauf. So. Oh, noch eine. Scheiße. Da war was zum Aufheben. Okay. Oh, fuck. Tot? Ach so, man muss diese Puppen anscheinend töten. Und damit bringt man die anderen auch um, ist das so? Scheint so. Puh. Okay, ist hier noch was versteckt? Hier vielleicht. Zum Beispiel Pistolenpatronen. Ach, richtig. Ja gut, wahrscheinlich kann ich die nicht erschießen, ne? Das wäre, glaube ich, ein bisschen komisch. Das sind ja schon halbwegs so Geistererscheinungen. Ich glaube nicht, dass ich die erschießen kann. Das wäre ein bisschen merkwürdig. So, jedenfalls gibt es hier ordentlich von diesen Brecheisen. Was war das? Wahrscheinlich nur zum Aufheben. Ja, hier müssen wir weiter. Okay, das sehe ich ja. Gut. Naja. Gehen wir den Fußspuren nach. Da geht es wieder runter. Ach, guck mal an. Dann ist das vielleicht doch kein neuer Bereich. Und wir kommen vielleicht doch nochmal wieder zurück. Also Leiter runter oder hier rechts um die Ecke. Was ist denn jetzt besser? Kommen wir nochmal wieder hoch, ist die Frage. Was ist denn da unten alles? Ich gehe mal runter, oder? Wir gehen mal runter gucken. Ich denke, ich hoffe, ich komme wieder hoch. Ah, da ist eine Tür. Aha. Shit happens.
hier noch was versteckt? Naja. Das ist natürlich. Was sagt denn die Karte, wenn ich jetzt hier bin? Da hinten bin ich. Da ist der Raum 200, okay. Es ist nicht so viel hier, es sind zwei Räume. Okay, dann gucken wir hier erstmal durch. So, da, ne? Das ist nämlich der Major. Major 200. Das, ja, vielleicht brauchen wir das hier noch irgendwie. Ja. Okay, hier ist alles verbarrikadiert. Genau, da kann man ja nicht weiter. Genau. Ja gut, dann hat das ja... Vielleicht gibt es ja hier einen Hinweis auf das Rätsel.